Wir kommen aus München und schauen Tony on the Road. Herzlich willkommen bei Tony on the Road. Tja, wie ihr seht, hat eine Schlechtwetterfront die Kanarischen Inseln voll im Griff. Und das schon seit Wochen. Es regnet unaufhörlich und es schneit sogar, nicht nur in den höheren Lagen. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung hat es sowas in dem Maße auf Teneriffa noch nie gegeben. Ja, und was bedeutet das jetzt für mich? Warten, warten und nochmals warten und den Wetterbericht verfolgen. Doch wie es aussieht, ist noch lange kein Ende in Sicht. Somit stecke ich am Flughafen fest. Für meine Reisedokumentation über die 7 Kanarischen Inseln ist das eben kein passendes Kamerawetter. Ich warte also auf den Sonnenschein. Aber ganz untätig bin ich dennoch nicht, denn um mein Projekt zu finanzieren, habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar habe ich wunderschöne DVD-Postkarten kreiert, also Postkarten, die eine DVD enthalten. Also nutze ich die Zeit und verkaufe eben die Postkarten hier am Flughafen. Oder ich jage Christoph. Christoph wohnt hier schon seit 8 Jahren auf diesem Flughafen und ich möchte unbedingt ein Interview mit ihm machen. Doch er ist etwas kamerascheu. Schauen wir mal rein. Hey Christoph, quanto años tu vives aquí? Christoph! Ja, schade, hat nicht geklappt. Ich habe Christoph hinterhergerufen. Christoph, wie lange lebst du denn schon hier auf dem Flughafen? Naja, ich krieg ihn schon eines Tages noch für ein Interview. Ganz bestimmt. Ja, und wie ihr seht, ganz und gar langweilig wird es mir hier nicht auf dem Flughafen. Und es kommt sogar überraschenderweise vor, dass man einige Freunde und Bekannte trifft. Ja, schauen wir auch mal dort rein. Was macht man dann, wenn man Christoph kein Interview abschwatzen kann? Ja, man trifft ein paar Freunde und Bekannte hier auf dem Flughafen. Genau. Und jetzt wird es ja noch bunter. Jetzt kommt noch die Jette aus Hamburg. Aus Hamburg. Nee, du. Ich glaub's ja nicht. Locker. Ja, zu locker. Christoph, Interview. Ja, und da war wieder der Christoph. Hat er sich einfach rangeschlichen. Na gut. Es gibt aber auch kleine Problemchen auf dem Flughafen. Schauen wir mal hier rein. Leute, ich weiß nicht, ob das eine Story wert ist, aber ich habe hier gerade am Flughafen Süd, Teneriffa Süd, 3 Euro in diese scheiß Maschine reingeschmissen hier. Da tickt noch die Uhr, ja, da läuft es runter, ja. Und hier, das Ding macht gar nichts, ja. Die Dinger habe ich übrigens hier rangeklebt, hier, out of order. Da hat sich auch keiner drum gekümmert hier am Flughafen, ja. Also hier funktioniert nichts, hier kannst du Taste drücken, die Maus, hier geht gar nichts, ja. Das ist meine Story wert und ich würde einfach dazu sagen, mein Fazit, trau keinem Roboter. Ja, ja, und das war es im Prinzip schon für die erste Folge Tony on the Road Mission 7. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Postkarten. Ich hatte nachts einen Take gefilmt und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Wie gesagt, also ich habe hier solche ganz tollen DVD-Postkarten angefertigt. Hier, DVD-Postkarte, ja, mal von der Seite. Von der anderen Seite kann man verschicken. Ja, und die verkaufe ich. Also Mindestkaufpreis ist 5 Euro. Ich überlasse aber den Leuten immer selber, was sie mir geben wollen, weil schließlich unterstützen sie damit auch mein Projekt. Und ja, gestern bin ich schon einige DVDs losgeworden und da sage ich erst nochmal ganz, ganz liebe Grüße in Richtung Hamburg. Also da in diese Richtung da jedenfalls. Nach Berlin und nach München. Ihr wisst schon, ne? Also nochmal, vielen Dank. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr möchtet weitere Folgen sehen von Tony on the Road, dann abonniert bitte meinen Kanal. Ich freue mich außerdem über einen Daumen nach oben, teilt das Video mit Freunden und bis bald wieder. Hasta luego. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ciao.